Also im Koran wird ja auch gelehrt, in Sura 88, 17 bis 20, dass die Erde ja flach ist. Was sagt die Bibel? Jesaja 40, Vers Okay. 22. Gott thront über den Kreis der Erde. Der Koran sagt auch, dass die Sonne in eine schlammige Quelle untergeht. Okay, also Sura jetzt ganz 18, kurz. 83 bis Also 86. ganz kurz. Das sind Okay. wissenschaftliche Fehler. Ja, Das also sind wissenschaftliche Fehler. ich muss leider darauf eingehen, weil ich will nicht, dass die Scheinargumente im Raum stehen bleiben. Sehr tat. Erste Frage: Stimmt es, dass im Koran steht, die Erde ist flach? Nein, es steht nicht im Koran. Denn etwas flach machen, eine Oberfläche, Flächen, heißt nicht, dass es um eine Scheibe handelt. Eine Kugel hat eine Oberfläche. Diese Oberfläche kann rau und uneben sein. Und wäre die Erde so uneben, so könnten wir nicht auf ihr laufen. Deswegen spricht auch Allah, wenn er von der Ebenung redet, spricht er immer, dass wir Wege führen können, auf die wir entlang laufen können. Dass etwas madadanaha, dass etwas flach gemacht wird, heißt nicht, dass es sich um eine Scheibe handelt. Es könnte ein Dreieck sein, es könnte ein Quadrat sein, es könnte ein Kreis sein, es könnte eine Scheibe sein. Und hier überliefert sogar Ibn Taymiyyah einen Konsens unter den Gelehrten in Majmu' al-Fatawa, Band 25, dass die Erde eine Kurra ist. Und Kurra im Arabischen, wenn du heute zu jemandem sagst Kurra, das ist Ball, das benutzt du als Fußball. Jetzt denkt man sich ja, aber wie kommen sie darauf? Das sind einige Verse, wieso sie das so interpretieren. Einmal, yukawwiru layla 'anan nahar, yukawwir. Das heißt, das Umschlingen von Nacht und Tag. Und sie sagen, das kann nur möglich sein, wenn es sich hierbei um eine runde Form handelt. Jetzt, wenn du sagst, ja, heute macht die Interpretation. Nein, Ibn Taymiyyah hat vor einigen tausend Jahren gelebt. Ibn Taymiyyah ist niemand von der heutigen Zeit. Das haben sie früher so interpretiert. Wenn sie es so interpretiert haben, dann muss anscheinend der Text genau das hergeben. Und auch es gibt noch einige weitere Verse, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel Mashriqayni wal Maghribayn, die zwei Westen und die zwei Osten. Das heißt zwei Sonnenaufgänge, zwei Sonnenuntergänge, die die Hälften beschreiben. Und sie sagen, das ist auch nur möglich, wenn du eine Kugel hast. Ja, dass du zwei Sonnenaufgänge, zwei Sonnenuntergänge hast. Und es gibt noch viele andere Beweise, die sie hier angeführt haben. Das heißt, das Flachmachen, das ist wieder ungenau gelesen und da muss man sich auf die Sprache konzentrieren. Etwas Flachmachen heißt keine Scheibe. Es könnte eine Scheibe sein, aber die anderen Verse deuten eben genau nicht darauf hin. Erstes Scheinargument. Er Gib sagt, Gas. die Sonne geht angeblich laut dem Koran in einer schlammigen Pfütze Schlammigen unter. Quelle. Man muss genau lesen. Also, er spielt auf die Stelle an von Dhul-Qarnayn im Koran und dann sagt er, wajadaha, wajadaha, Dhul-Qarnayn fand es so vor, er sah es so. Er sah es so, als ob die Sonne in einer schlammigen Pfütze untergeht. So hat er das gesehen. Wenn du mal am Meer stehst und du siehst den Horizont, dann sieht es genau so aus. Dadurch durch die Wellen sieht es genau aus wie so eine schlammige Pfütze, in der es untergeht. Aber er sagt, wajadaha, er hat es für sich so empfunden. Allah sagt nicht im Koran, und die Sonne dreht sich und springt dann ins Wasser. Wenn das so wäre, alle anderen Stellen, wo über die Sonne geredet wird, wieso steht da nirgendwo, sie taucht ins Wasser ab? Und wieso hat der Prophet nicht gewarnt und sagt, geht bloß nicht auf die Boote raus, da hinten ist die Sonne im Wasser, weg, da brennt sie auf einmal. Das ist in einer Stelle und da sagt er, wajadaha, da muss man halt genau lesen. Er sagt, er fand sie vor. Dhul-Qarnayn spricht über sich, was er gesehen hat. Und das sehen wir heute auch. Wenn wir sagen, die Sonne geht unter, ja, die Sonne verschwindet hinter dem Haus, das ist eigentlich rein sprachlich komplett falsch. Die Sonne verschwindet nicht hinter dem Haus. Die Sonne geht auch nicht unter. Aber das ist deine Perspektive. Und wenn es wirklich wahr wäre, wenn das die Lehre des Islams wäre, hättest du überall, wo über die Sonne gesprochen wird, und sie geht dann am Ende unter im Meer. Dann hättest du das überall. Aber das findest du an einer einzigen Stelle mit Wajadaha, ich sah sie. Die Ansicht von Dhul-Qarnayn. Bruder Enes, hat mashallah alles akkurat beantwortet, was zu beantworten gibt. Mashallah, ich küsse deinen Nacken. Und ich küsse dein Öhrlöppchen. Na schön, jetzt bin ich dran. Hier kommt Joshua, Kapitel 1, Vers 4. Ha, unmöglich! Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom zum Euphrat reichen. Das ist das ganze Land der Hethiter. Und dann heißt es, und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Eins zu eins dasselbe, was du im Koran kritisierst, hast du in Joshua. Wobei es im Koran eigentlich in Wirklichkeit, wie der Bruder Enes erklärt hat, Wajada vielmehr eine Wahrnehmung von Dhul-Qarnayn war und nicht das, was in Joshua Kapitel 1, Vers 4 steht. Ja, okay, also das kann ich dann verstehen, dass du das für dich halt so verstehst. Ne? Aber bei dir steht ja nicht Wajadaha, Genau. bei dir steht ja nicht persönliche Empfindung, sondern
bei dir steht ja wirklich bis hin, wo die Sonne im Meer untergeht. Da steht jetzt nicht, ich sehe das so, sondern das klingt ja wirklich wie eine Feststellung. Wajadaha heißt wirklich, er empfand es so. Ja, ich glaube, die Menschen, also wir selber sehen das ja so, wenn, ne, wenn die Sonne untergeht, nehmen wir das ja auf. Wenn du mal am Meer stehst und du siehst den Horizont, dann sieht das genau so aus. Dadurch durch die Wellen sieht es genau aus wie so eine schlammige Pfütze, in der es untergeht. Bruder, du machst gerade meine Verzeihung.